Moin. Ja, heute ist Tag 3. Das ist irgendwie ein toller Tag zum Fahren. Aber ich habe verdammt wenig gefilmt. Naja, ihr werdet das merken. Ja, so ging es eben los. Da oben so entlang auf dem Schotter, auf dem Deich. Und das war richtig toll. Ja, das ist nochmal eins von diesen Gattern, eben wegen den Schafen, damit die nicht weglaufen. Und ja, ich bin ein bisschen früher los als mein Fahrtkumpel, den ich da getroffen habe. Und wie ich mich so umdrehe, wie der das Tor zufallen lasse, sehe ich, dass er kommt. Also ich wieder zurück und habe das Tor aufgehalten. Das ist im Puttgarden die Unterführung zur Fähre. Heute sehr schön aus. Ich bin heute recht fit. Mein Hintern ist noch nicht begeistert, dass wir heute wieder Fahrrad fahren. Aber nicht schlimm. Und der Brückenwind. Ich habe da die ganzen Tage nie drauf geachtet. Und er ist jetzt einfach zu offensichtlich, ne? So, ersten 10 Kilometer hinter mir. Ja. Frühstück gab es nicht, weil zu geizig und zu faul zum Suchen. Ich habe mich jetzt an den Erdnüssen erstmal gefuttert. Vielleicht esse ich nachher noch einen Riegel. Und ja, was gibt es ansonsten zu sagen? Sehr sonnig, sehr warm heute. Ich glaube 19,8, ich kann das gerade nicht so richtig sehen. Vielleicht 10. Ja, so mit 8 Uhr losfahren, das ist schon... Da muss man sich schon ein bisschen sputen. Das klappt nicht so wirklich. Und vor allem, ich hatte heute Morgen so pralle Sonne. Ich habe jetzt mal Powerbank schön voll wieder gekriegt. Also zwar nur halb voll, aber... ja. Wenn ich eine Pause mache, habe ich den Kram wieder in die Sonne. Ich habe jetzt auch rausgekriegt, dass das eine Kabel kaputt ist. Also für die Kopfhörer geht es noch. Alles andere ist das Mist. Also ohne Adapter geht's, aber mit Adapter nicht. Ich kann da nicht rumexperimentieren. So, ansonsten... Ich bin voll mit Wasser. Ich habe heute Morgen noch getrunken wie ein Großer. Dann alle Flaschen voll gemacht. Sogar am Lenker die kleine. Und ich muss heute auf jeden Fall mich mal gegen Mittag wieder voll cremen, weil die Arme sind ein bisschen rot. Beinchen gehen, aber Arme hauptsächlich. Ja. Ansonsten heute Proviant besorgen. Und was ist noch sonst heute so an? Eigentlich ist heute nur Fahrradfahren angesagt. Wasser habe ich ja genug. Natürlich, wenn ich hier irgendwo was sehe, trinke ich gleich mal einen halben Liter und mache wieder die Flasche voll oder so. Weil das ist wirklich zur Corona-Zeit in Deutschland schwierig, Wasser zu bekommen. Also zumindest, wenn man nicht irgendwo fragen will. Ich war gestern noch auf dem Friedhof, hat auch gut geklappt. Moin. Moin. Ja, von meinem Zeltplatz nach Puttgarden. Das ist eine schöne Strecke. Ich habe aber nicht gefilmt. Ich weiß nicht warum. Ich glaube entweder, weil ich so geflasht war oder ich habe irgendwie Blödsinn gemacht und habe die Kamera zwar angemacht, aber nicht gesagt, sie soll aufnehmen. Eins von beiden. So, hier geht's jetzt nach Burg auf Fehmarn.
Burgsgarken. Ja. Auch ein ganz süßes kleines Dörflein. Ist aber eigentlich nur eine Touristenhochburg. Ja, was soll ich sagen? Ich habe wirklich viel Tolles auf dieser Tour erlebt. Also an diesem Tag 3. Und wenn ich mir das dann so auf Komoot angucke, dann fallen mir so viele lustige Geschichten ein. Aber ich habe sie leider nicht gefilmt, was mich jetzt selber ärgert. Ja, es ist irgendwie echt ärgerlich. So, das ist zum Beispiel, ich bin fast ins Wasser gefahren, weil es auf dem Campingplatz hieß, ja, fahr da runter. Und ich habe geguckt und der einzige Weg, der da runter ging, das war direkt auf den Strand, ganz steil runter. Zum Glück habe ich oben noch rechtzeitig die Kurve gekriegt, sonst wäre ich da runtergescheppert und ja, wäre ich im Wasser gelandet. So, habe ich aber nicht gefilmt. Auflösung ist, ich hätte über den Campingplatz fahren müssen. Und apropos Campingplatz, jetzt hinter der Hecke, wer kommt das noch oder ich bin da schon, das ist ein FKK-Campingplatz. Ich habe vorne eine Rezeption gefragt, darf ich da langfahren oder muss ich noch wieder zurück, um oben auf den Deich rauf? Ich meine, vom Deich hätte ich genauso gut reingucken können. So, und sie sagte, nee, fahr durch, alles okay. Habe ich auch gemacht. Ja, es ist wirklich so viel Tolles, was ich erlebt habe, aber leider nicht gefilmt habe. Also mir fallen die Sachen ein, wenn ich das jetzt bei Komoot sehe, wie hoch ich lang gefahren bin. Ja. Aber ich glaube, so ist es immer. Ja, das ist ein Gutshof. Den habe ich gar nicht auf der Tour gehabt. Habe ich aber gesehen und dann gedacht, ach Mensch, fährst mal ran. Ja, das ist auch so ein lustiges Stück. Da war ein Campingplatz für Wohnmobile, aber nicht für mich. Na gut, wir sehen uns bei Tag 4 wieder. Viel Spaß und drückt mir den Daumen.